Weg vom großen Ball hin zum Zelluloid-Ball, meine Damen und Herren. Werders Bundesligamannschaft hatte noch die Chance, in die Playoffs, also sprich in die ersten vier Plätze der Bundesliga-Tabelle einzuziehen, in die Playoff-Runde. Voraussetzung dafür war am letzten Spieltag ein Sieg gegen Saarbrücken. Zeitgleich musste die Truppe von Ochsenhausen allerdings auch hoch verlieren. Ob und wie das geklappt hat, sehen wir jetzt. Sonntagmittag in der Roten Werder Halle, Hermine-Berthold-Straße. Zum letzten Spieltag in der Tischtennis-Bundesliga-Saison empfängt Werder Bremen den souveränen Spitzenreiter FC Saarbrücken. Die Bremer verzichten künftig auf die Dienste des Schweden Jens Lundqvist. Teamchef Sascha Gräber und Abteilungsleiter Werner Meyer mit dem obligatorischen Abschiedsgeschenk. Die Auftaktpartie. Werder natürlich in Grün. Adrian Krissan trifft auf Bastian Steger. Knapp mit 13:11 geht Satz 1 an den deutschen Nationalspieler. Im dritten Durchgang entfacht Krissan dann doch etwas mehr Druck. Sehr zum Gefallen der 600 Zuschauer. Ballwechsel zum Zungenschnalzen. Dieser Satz ist überhaupt nicht von der Taktik geprägt. Ein offener Schlagabtausch. 5:4, Krissan. Ein harter Topspin, gefolgt von einem weichen Spin-Halting-Schlag. Steger verblockt. Im Tischtennis sind es die kleinen, fast unsichtbaren Dinge, die den Punkt bringen. Bei 8:10 erfolgt die Erlösung. In 5 sehenswerten Sätzen bringt Adrian Krissan seinen Club auf die Gewinnerstraße. Ja, wir haben eigentlich gut angefangen, 2-0, aber ich wusste, Grischi ist ein sehr, sehr starker Spieler, der sein Level dann, ja, der sich im Spiel auch steigert, und das hat er auch wieder gezeigt. Stark zurückgekommen und ja, am Ende auch verdient gewonnen, muss man sagen. Also gute Leistung von Grischi. Spiel 2. Jens Lundqvist präpariert seine Kleidung für den Einsatz gegen den in dieser Saison sehr stark aufspielenden Bojan Tokic. Dann wurde es doch zu laut für die sensible Sportart Tischtennis. Blitz, Hagel und Gewitter ließ einen geregelten Wettbewerb nicht weiter zu. Oberschiedsrichter Jörg Severin unterbrach in Abstimmung mit Spielern und Trainern dieses Match bis auf Weiteres.
Moin. Moin, ja. Zwangspause, ne? Ja, hat geblitzt so wie Hagel, was da runtergekommen ist. Ja. Hat gescheppert wie verrückt, weißt du. Wow, ganz schön windig, ja. Und Hagel. Sehr, sehr windig. Jo. Sieht so aus, als hätte es geschneit. Nachdem Petrus ein Einsehen zeigte, die Fortsetzung. Doch Tokic, der eine starke 9:3 Bilanz in der Rückrunde spielte, knackte das Spiel von Lundqvist. Des Schwedens persönliche Bilanz 5:6. Mit 11:5 gleicht Saarbrücken also aus zum 1:1 Gesamtspielstand. Das dritte Spiel des Tages. Die nominellen Ersatzspieler beider Teams, Cedric Neuting aus der zweiten Mannschaft gegen Werders Vierer, Konstantin Ciotti. Ciotti in dieser Saison mehr als nur ein Vierer. Er überzeugte sowohl im Pokal als auch in der Bundesliga. Und so war die Favoritenrolle auch klar verteilt. Zu 10. Mit seinem sicheren Angriffsspiel gewinnt Ciotti Durchgang Nummer 1. Saarbrückens Noch-Trainer Matthias Landfried sieht zumindest in diesem Match seine Fälle davonschwimmen.